Hallo Leute, zu einem wunderschönen sonnigen Tag. Der erste, sonst hat es immer geregnet. Aber ja, wir gehen jetzt zu meinem Freund. Oh, ich sehe gerade, die Linse ist fettig. Aber hi, follow my weekend. Wir gehen jetzt Freunde besuchen. Ach so, nein, und ich habe das Auto nicht abgeschlossen. Auch toller Start. Jetzt. Guck mal, was wir bekommen haben. Voll lustig. Zack. Ein Burger. Ein Burger. Okay. Und dann, oh, es gibt hier einen Burger. Gut, ein bisschen Burger. Okay. Gummibärchen. Ist geil. Vom Bärentreff, gell? Oder wie heißt das? Ja, genau. Ja, und hier die sieht cool aus. Guck mal, so Schlangen magst du doch. Mapuche-Feuer. Mapuche-Feuer. Ja, das ist lecker. Wenn man schlimm fest ist, dann. Geschenke. Es klingt schärfer, als es eigentlich ist. Für Grill- und Schmortopfgerichte, Mapuche. Oh, du wirst da was finden. Das ist so grob, deine Schwester. Geschenke auspacken. Alles aber das Geschenk. Meine süße Katze. Das Horrorgeschenk. Das Lieblingsgeschenk der Eltern. Da hast du dir gewöhnt, wenn er loslegt, dann gibst du mir eine Sauerei. Und ihr müsst mir unbedingt ein Foto schicken, wenn die alle da drin sitzen. Ja, für die Badewanne Glibber. Kannst du in Glibber baden? Das Wasser verwandelt sich in Glibber und wieder zurück. Ja, genau. Was? Ja. Komischerweise wieder zurück. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie kann man denn zurück? Das ist zum Baden. Ja, aber dann, da könnt ihr im Glibber baden. Ja. Im roten Lava Glibber. Rot. Sonne. Hi, lange nicht mehr gesehen. Ich habe nämlich nichts mehr gefilmt jetzt die Tage. Mir ging es nicht gut. Ich habe auch immer noch volle Halsschmerzen. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Und ja, es tut sehr weh beim Schlucken und so. Und heute Morgen hatte ich fast keine Stimme. Naja, jetzt wird trotzdem. Ihr fragt euch bestimmt, ob ich noch Sport mache. Ja, mache ich noch. Und übrigens, genau heute habe ich sogar richtig hart was gemacht. Und zwar, das wollte ich euch mal empfehlen. Ich werde es mal in die Infobox verlinken. Moment, nur mal, ich muss mal gucken, wie das heißt. Blogilates, genau. Und Fat Burning Cardio heißt das. Das ist richtig gut. Richtig hart, aber richtig gut. Es sind 7 Übungen, jeweils nur 45 Sekunden und dazwischen mal 15 Sekunden Pause. Und diese Zirkel sozusagen, also diesen Zirkel von 7 Minuten, wiederholt man 4-mal hintereinander. Und ja, sehr intensiv. Also ich fand es sehr intensiv. Später habe ich sie dann erst reden hören von, dass es eigentlich nichts für Anfänger ist und sowas. Aber es ist aufbaubar, von daher egal. Also es war gut. Ich habe sehr stark geschwitzt und hat sehr viel Spaß gemacht auch. Das werde ich jetzt mal die ganze Woche machen mit dem. Und dann wechsle ich halt wieder. Letzte Woche hatte ich auch was anderes gemacht. Das war nicht so, also es war schon hart, weil ich einfach gerade erst mal reingekommen bin. Aber es war nicht so intensiv. Also ich habe nicht so stark geschwitzt wie bei dem jetzt hier. Jetzt werden wir mal die Bude putzen. Das haben wir auch die letzten Tage gemacht. So ein bisschen aufgeräumt, also aussortiert und so. Wie es halt so ist im Januar. Deswegen folgen auch bald solche Videos. Aber dann hat man alles schön fresh und clean am Anfang. Das ist immer ganz gut. Und jetzt tut es wieder ganz weh. So wie beim Schlucken. Ich muss mal Tee trinken jetzt. Essen. Ich habe Auberginenschnitzel gemacht. Und ein bisschen Salat. Und das ist Süßkartoffel. Einfach nur so in Pommes, also in so Stifte geschnitten und dann ab in den Ofen. Und dann habe ich so einen Dip noch gemacht. Yeah. Mr. Robot gucken. Letzte Folge jetzt. Oder? Letzte Folge. Ja. Mit Christian Slater, den ich ja sehr mag. Es ist wieder Zeit. Wir machen jetzt Bleigießen. Mal sehen, was die Zukunft uns sagt für dieses Jahr. Welches nehmen wir? Warte, was habe ich letztes Jahr genommen? Ich nehme diesmal was anderes. Ich hatte bestimmt letztes Jahr die Krone. Jetzt kannst du die mal nehmen. Ich nehme das Herz, weil ich das nie nehmen würde. Ich nehme jetzt was ich nie nehmen würde. Und die Uhr. Nein, ich wollte die Uhr. Ach, dann den Sekt. Und was ist das? Korken. Korken, ja. So, wir haben jetzt doch alle drei Formen immer in eins. Jeder kriegt halt nur eins sozusagen mit allen drei Formen. Jetzt zack rein. Mhm. Und jetzt deuten wir jeweils dem anderen die Zukunft. Das ist bei mir rausgekommen und die beiden sind von meinem Freund.
Also ich habe das jetzt gedeutet als Fackel, weil es gibt echt nie viel Auswahl. Ich hasse das, wie das mal ist. Und Fackel heißt langes Leben, wie schön. Danke. Und das ist einfach nichts, das ist ein Rotz, der dazu kam. Das gilt nicht, weil irgendwie das ist nichts. Das war auch eh vom Löffel nur abgefallen. Das ist das, was du geworfen hast quasi. Also was habe ich jetzt? Also es könnten zwei Sachen sein, finde ich. Sag mal was. Und zwar einmal eine Kelle oder? Eine Kelle? Gibt es das überhaupt, Kelle? Ja. Wo ist das? Geldlicher Verlust. Oder halt, wenn man es so sieht, ist es wie so ein Pilz. Oder so ein Champignon oder so. Ja? Ja. Und Pilz. Gesundheitlich aufpassen. Ja, toll, danke. Voll die schlechten Sachen. Ich kann nichts dafür. Du böse Zigeunerin. Toll. Sorry. Ich gebe dir hier langes Leben. Ich krieg Geld, ich habe Verlust und aufpassen mit der Gesundheit. Vielen Dank. Pfeife. Also ich persönlich hätte daraus gesehen, es ist eine Pfeife. Seht ihr, hier pustet man oben rein und hier qualmt so raus. Und dann würde Pfeife heißen, Freude am Leben. Das ist doch schön. Bis man was Schönes findet. Nee, aber das hätte ich jetzt so gesehen, wenn ich es zum ersten Mal sehe. Urban Outfitter. Ich mag das sehr gerne. Das ist so ein Samtkleid und sehr hochgeschlossen und so. Ich mag das.